Leute, was geht ab? Heute ein neues Video. Heute sind wir in Minecraft und zwar wieder in meiner nicht... Ja, heute spielen wir wieder eine neue Episode Minecraft. Und zwar habe ich was ganz Cooles hier gebaut. Ihr wisst jetzt vielleicht gerade nicht, wo ich bin. Und zwar in unserer LAN-Welt. Ja, heute eine neue Episode. Wir haben uns dran gesetzt und fleißig gearbeitet. Jetzt habe ich gerade Sachen alleine gebaut. Heute wollen wir nämlich eine Secret Base bauen. Das Technische ist schon fertig. Wir müssen jetzt nur noch die Einrichtungen machen. Und zwar haben wir gebaut hier erstmal alles aus Holz. Und Bruchstein. Hier nochmal ein kleiner extra Raum mit Lagerfeuern. Hier muss ich noch die Löcher machen. Und einen Schmiedetisch in drinnen. Und falls ihr es noch nicht wusstet, ich habe einen Bruchsteingenerator. Aber nur so, weil ich irgendwie Langeweile hatte. Ein Leuchtfeuer. Ein Essensfarm. Ein Pferd. Und hier so ein kleines, aber feines, so eine kleine, feine Bude. Und wenn wir ja schon hier oben sind, kann ich das jetzt eben mal machen hier. So. Und zwar gehen wir jetzt mal zu meiner Secret Base. Die ist schon wirklich sehr tief. So. Also man muss hier rein zum Verzauberungsraum. Da oben ist ein Hebel. Was macht der denn da? Hebel betätigen. Geht auf. Man kann hier rinne. Hebel betätigen. Zu. Auf. Zu. Jederzeit. Und hier kann man runter. Da kann man hier entlang. Jetzt ist man in die Base. Und die werden wir auch... Oh, Hilfe. Das ist natürlich nicht so wow, dass jetzt hier was offen ist. Also die werden wir heute einrichten. Den Teppich habe ich so ein bisschen vor. Muss aber auch schon ordentlich eine Größe haben. Wo sind hier überall solche Löcher, frage ich mich immer. Das ist alles noch von... wo wir irgendwie gemeint haben. Jetzt müssen wir die ganze Decke aushüllen. Und die eine Mod, womit wir letztens gespielt haben in unserer Welt, wo wir diese Sonnengott-Rüstung uns gemacht haben. Da habe ich nochmal etwas weiter gespielt, aber jetzt für diese Secret Base will ich die Mod lieber nicht benutzen. Auf einmal kommen hier solche Special Monster, keine Ahnung, und dann explodiert was oder so. Also habe ich die lieber erstmal wieder runtergenommen. Wir werden aber auf jeden Fall wieder mit dieser Mod spielen. Ihr seht, sie ist nicht drauf. Wir haben sie nicht mehr. Ist alles hier. Nope. Ich habe übrigens auch einen neuen Skin. Den kann ich euch eben mal zeigen. Oh, krass, ne? Und wir bauen einfach weiter. Ja. Bett. Wir brauchen auf jeden Fall ein Bett. Wollen wir die Wände aus Bruchstein lassen oder so ein bisschen mit Obby machen? Wir können ja vielleicht so einen grauen Boden nehmen. Boff. Den grau und den grau. Jetzt sind wir hier drinnen. Ein Doppelbett. Doppelbett machen wir rein. Die Wände können wir ja vielleicht so ein bisschen aus Obsidian machen. Ja, wir machen einfach komplett aus Obsidian. Scheiße. Das war komisch. Echt. Lalalala. So, die Wand noch. Dann haben wir eigentlich auch schon die Wände fertig. Ich habe einfach mein Essen gelöscht. Wie viel hatte ich? Ich glaube 43. Blöcke. Was können wir denn mal für die Decke benutzen? Polierter Basalt. Wo wir die 3 hochlassen? Ach, wir können auch das hier mal. Und so machen. So. Jetzt haben wir hier schon mal so einen Pfosten.
Vollpfosten. Die Wände können wir, glaube ich, aus so Basalt machen. Ja, weil Obsidian. War nur so Obsidian, dann ist alles wieder so dunkel. Aber mit Obsidian ist es irgendwie so dunkel alles. Machen die. Ach, wir machen das so. Das können wir auch wegmachen. Und buff, buff. Und buff, okay. Ihr habt jetzt vielleicht ein paar Minuten so die ganze Zeit nur buff, 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 buff gehört. Ja. eine Truhe, Ofen, Werkbank. Darf natürlich nicht alles. Es darf natürlich nicht fehlen. Standardeinrichtung. Ich habe noch eine gute Idee. Unten ein Amboss können wir hier noch reinpacken. Vielleicht einen blauen Teppich so ein bisschen. So unsere eigene Base haben. Und ihr könnt mal. Also das geht ja eh nicht. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Bock da drauf habt. Aber wenn ihr Bock habt, dass wir mehr solche Secret Base bauen sollen, dass wir vielleicht noch so eine Backup Base uns bauen, dass falls die hier gefunden wird von einem meiner Freunde, haben wir noch eine zweite, vielleicht so unter der Truhe, dass man die Truhe so wegschieben kann oder so. Oder irgendwas. Oder dass man durch den Teppich hier durchfallen kann. Oder was weiß ich. Könnt ihr einfach mal Daumen nach oben, wenn ihr es wollt. Und wenn ihr nicht wollt, dann ganz normal. So. Okay. Das haben wir jetzt auch. Und ein Amboss darf natürlich auch nicht fehlen. Was kann man denn noch mal so nehmen jetzt hier? Wasser darf nicht fehlen. Und einen Kühlschrank können wir auch noch mal einbauen. Wo machen wir den hin? Den können wir einfach mal hier hin machen. So, so, so. So. Und da können wir jetzt Kekse reinpacken. Ein paar Melone. Ein paar Süßbeeren. Halt nicht so den OP-Stuff packe ich da. Nur so ein bisschen. Das heißt, wir können Knopf drücken. Puff, bekommen wir. Eine Sachen. Ein Tisch darf natürlich auch nicht fehlen. Dann nehmen wir einfach einen Kolben, eine Treppe und wupp, Tisch ist auch fertig. Kann man hinsetzen, kann man sich jetzt nicht, das ist aber auch egal. Ja, das ist ja so eine kleine, aber feine Base, würde ich sagen. Noch sonst irgendwelche Dekorationen, kann man hier vielleicht was reinklatschen oder so? An den Gemälde würde ich jetzt denken. Vielleicht so ein Wither-Skelett-Schädel. Ah, da bin ich eher auf Creeper. Creeper-Team. Das Creeper-Team. Da du einfach so Creeper-Team sagst, du bist so online. Hast ein Mikrofon vor dir und sprichst so online jetzt in Minecraft, wenn du da so spielst. Creeper-Team. Creeper-Team. Creeper-Team, sagst du denn so. Auf einmal kommen 1000 Creepers auf deine Base gestürmt und Explosion, explodieren und dein PC ist in den Arsch. Einfach geschrottet. Ah, da brauchen wir nichts. Okay. Ein Gemüse. Upp. Das ist hässlich. Ah, Wither. Ich hier so einen Creeper-Kopf drauf. Fertig. Eine kleine Base. Gut. Wir können mal wieder in den Survival-Modus gehen. Wir dürfen ja natürlich nicht auffallen. Upp. Das ist der falsche Weg. Ab nach oben. So, jetzt können wir hier hin aufmachen. Raus. Zu. Und fertig. Das wäre der. Oh, 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 oh. Das ist doch viel schlauer. Das wird man doch noch weniger merken. Und jetzt hier noch. So hin. Und so. Dann fällt das. Und jetzt noch so eine Treppe nehmen. Dann nehmen wir einfach eine Holztreppe. Klatscht die so.
so, dass man, wenn man in die Base möchte, hier hin muss. Denn so. Ey, das wird man doch niemals sehen, Alter. Und hier können wir jetzt einen Dia-Block hinmachen oder einen Gold-Block. Ey, das fällt auch niemals ein auf. Das wird niemals ein auffallen, dass hier einfach in der Ecke ein Hebel ist, wo man einfach in eine Secret Base kommt. Ey, das wird niemals ein in die Idee kommen. Ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Hat mir sehr, sehr gefallen, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, Abo da lassen. Wir sehen uns mal wieder. Ciao.